Ja, was geht ab, Leute? Mein Name ist der Zockforsch und ich bin heute mal am Start mit einem kleinen Infovideo. Und zwar einfach mal so, weil ich mal Lust drauf hatte und weil ich ja sehe, dass jetzt gerade sehr, sehr viele Infos im Internet rumgehen, respektive des geilsten Games, was definitiv dieses Jahr rauskommen wird. Ja, ich rede von Grand Theft Auto 5. Das Game wird einfach nur der Oberhammer werden, das wissen wir alle. Und ganz ehrlich, ich war am Anfang etwas skeptisch. Ich habe zu mir zuerst gesagt, okay, das Spiel kommt nur für die Xbox und für die PlayStation 3 und nicht für den PC. Da dachte ich mir zuerst, super, dann werde ich warten, bis vielleicht doch irgendwann mal eine PC-Version kommt. Oder, oder ich muss es mir wohl oder übel für die Konsole kaufen. Und das war dann auch so der Fall. Denn das, was wie gesagt an Infos die letzten Wochen und Monate rausgekommen ist, von Rockstar Games oder jetzt eben nicht von Rockstar Games, da kann man wirklich davon ausgehen, dass das Game einfach nur der Oberhammer werden wird. Ich meine, wir haben es ja bestimmt alle gesehen an den Gameplay-Trailern und an den offiziellen Trailern, an den Screenshots, an den vielen Reviews und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, also ich möchte wirklich sagen, dass ich wirklich jeden Tag in Google News in der Internetseite dranhänge, um da irgendwie was nachzulesen, was irgendwie bei Grand Theft Auto 5 neu werden wird und was eben auf uns zukommen wird. Meine Fresse, ich bin richtig aufgeregt und ich werde mich auf jeden Fall drauf freuen, denn es wird einfach nur der Oberhammer werden. Ja, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich kein Konsolenzocker, das heißt, ich hatte mal eine Konsole, habe mir jetzt aber auch endlich wieder eine angeschafft. Der Grund für die Anschaffung war eigentlich eher das Game EA Skate 2, 1 und der dritte Teil. Weil diese Spiele gibt es nicht für den PC und da ich ja Skateboarder bin und auch mal irgendwie Skateboard fahren will, wenn ich halt mal gerade nicht draußen skaten kann, dann habe ich mir halt gedacht, nee komm, holst du dir nochmal eine Xbox. Die war übrigens vor ein paar Monaten im Angebot bei einem Elektrofachhandel und für 99 Euro habe ich mir gedacht, komm, rappelst du dich nochmal zusammen und holst dir nochmal eine Konsole. Warum es jetzt eine Xbox geworden ist, da kann man natürlich drüber spekulieren, aber das ist auch völlig egal. Ich mag die Xbox persönlich lieber als die PlayStation 3. So, naja, völlig egal. Weg vom Thema, es geht um GTA 5. Was wird auf uns zukommen und was wird uns erwarten am 17. September? Ich habe mir einfach mal gedacht, ich mache hier einfach mal so ein kleines Infovideo und werde euch einfach mal mit dem Game zulabern. Als erstes möchte ich euch erstmal so die Story erzählen. Also das Spiel wird wieder in San Andreas spielen, beziehungsweise nicht ganz in San Andreas. Es wird die Gegend Los Santos sein, mit der riesengroßen Küstenstadt, die angegrenzt ist an Wüste, Wald und riesengroße Berge, und das wird auch dann die Spielwelt werden. Ich werde euch nachher gleich nochmal eine Karte einblenden, wo ihr die Spielwelt sehen könnt. Die wurde zwar noch nicht offiziell freigegeben von Rockstar Games, aber ich denke, die Karte, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist auf jeden Fall zu 90% die Karte, die uns dann auch am 17. September erwarten wird. Ja, also um was wird es denn eigentlich gehen in GTA 5? Also wie gesagt, dieses Mal wird es so sein, wir werden in die Rolle von drei Charakter schlüpfen können. Einmal von Franklin, das ist so ein kleiner Straßenganove, der Autos klaut. Dann einmal Michael, der hat es dann schon ein bisschen geschafft, ein bisschen höher zu kommen. Der ist dann ein bisschen der reichere Typ und hat am Anfang eigentlich schon alles. Das heißt Sportwagen, er hat eine Familie und massiv viel Kohle und ist sozusagen der Ex-Gangster. Und dann werden wir noch einen Charakter spielen können, der einfach nur ein Psychopath ist. Und ich finde, so Psychopathen gehören einfach... Ich meine, wir denken an Max Payne oder an die alten GTA-Spiele. Und dass man jetzt endlich auch mal so einen richtigen Psychopathen spielen kann, das finde ich richtig geil. Und zwar Trevor, denn der ist richtig krank. Der sitzt nämlich in seinem WC, beziehungsweise in seinem Badezimmer und versucht die Leiche, die er getötet hat, ins Klo runterzuspülen. Oder zumindest die Leichenteile. Wer den Trailer vielleicht gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Naja, wie dem auch sei. Wir werden auf jeden Fall drei Charakter spielen können, die auch dann später im Spielverlauf zusammenarbeiten und die eben schon sehr, sehr lange in Los Santos leben. Das heißt, es wird also nicht so sein wie in den alten GTA-Spielen, dass wir quasi einen Charakter spielen, der schon mal da war, wie jetzt zum Beispiel CJ aus San Andreas, der dann einfach wieder zurückkommt, oder Tommy Vicetti oder der Typ aus GTA 3, die dann einfach komplett in eine neue Stadt kommen und sich da erst alles aufbauen müssen, sondern wir spielen Charakter, die eben schon längere Zeit dort leben. Das heißt, Franklin, Trevor und Michael werden dann wahrscheinlich schon ein paar Waffen zu Anfang besitzen und auch schon ein paar Fahrzeuge. Das heißt, wir werden am Anfang wahrscheinlich dann schon mal so ein bisschen was haben, das wir auch benutzen können. Naja, man weiß es nicht, aber wir werden es sehen. So, jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. So. Ja, wie gesagt.
Also, dass das Spiel bombastisch werden wird, nicht nur, dass man drei Charakter auf einmal spielen kann, sondern auch die Möglichkeiten. Es wird wieder jede Menge Nebenanwendungen geben. Wir können Fahrrad fahren, Fallschirmspringen, wir können tauchen gehen. Rockstar Games hat zum Beispiel eine riesengroße Tauchwelt erschaffen, wo wir auch wirklich richtig tauchen können. Also es wird auch einzelne Missionen geben, wo wir tauchen können. Ich weiß nicht genau, wie diese Unterwasserwelt aussehen wird, aber ich denke mal, sie wird einfach nur riesig werden. Ja, wie dem auch sei, richtig, richtig geil. Und man wird sich wieder tätowieren lassen können, man kann sich wieder Klamotten anschaffen, man kann auch wieder Autos tunen, man kann Fallschirm springen, man kann wieder mit Flugzeugen fliegen. Und hast du nicht gesehen, man wird wieder so viel Zeugs machen können und das ist wirklich das, was ich in GTA 4 vermisst habe. GTA 4 war einfach so das Spiel, wo Rockstar Games sagte, nee, jetzt wird's mal Zeit, dass wir mal ein realistisches GTA machen. Bei San Andreas war das was komplett anderes. Also für mich ist immer noch San Andreas das beste GTA, weil es einfach die meisten Möglichkeiten hat. Aber wenn jetzt wirklich GTA 5 San Andreas nochmal ums Doppelte toppen wird, nicht nur wegen der Grafik, sondern auch wegen den Möglichkeiten, dann kann ich mir vorstellen, dass das Game auf jeden Fall der Oberhammer werden wird. Und das Game wird auf jeden Fall der Oberhammer werden. So viel ist schon mal sicher. Ja, genau. Und wie gesagt, die Spielwelt in Los Santos, die will ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten, denn das ist sie. Das ist die Spielwelt von Los Santos, beziehungsweise Blaine County und die ganze Spielwelt. Also ich weiß nicht genau, ob es genau diese Karte werden wird, aber es sieht auf jeden Fall schon mal realistisch aus, weil so viele Junkies haben in den letzten Monaten dran gearbeitet, die ganzen Kartenausschnitte aus den Trailern und aus den Sachen zu entnehmen, dass sie sich eine eigene Karte zusammengesetzt haben. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, das Spiel war ja jetzt vor ein paar Wochen eine Zeit lang beim PlayStation Store als Download verfügbar, sodass man das Game dann quasi runterladen konnte und das dann sofort spielen konnte, wenn das Spiel released wird. Das wurde natürlich sofort wieder rausgenommen aus dem Netz, weil Rockstar Games gemerkt hat, dass das Spiel geleakt wurde. Das heißt also quasi, dass Leute in das Spiel schon reingekommen sind, ohne dass es überhaupt freigeschalten war und so schon mal Teile der Karte entnehmen konnten. Also das, was ihr jetzt hier gerade seht, ich weiß nicht genau, ob das genau die Karte sein wird, die uns dann letztendlich erwarten wird, aber sie sieht auf jeden Fall schon mal sehr realistisch aus. Wie gesagt, ich habe das mal mit einem Bild verglichen von der Größe von GTA 4 und diese Spielwelt wird ungefähr dreimal so groß sein. Die Stadt Los Santos wird zwar nicht ganz so groß sein wie die in GTA 4, aber sie wird auf jeden Fall weitläufig sein und ziemlich abwechslungsreich. Ihr seht ja hier zum Beispiel mit dem ganzen Strand, der da komplett entlang geht bei der Karte, ziemlich links. Und dann auch noch ein bisschen Wald und hast du nicht gesehen, ziemlich viele Feldwege und ziemlich viel Grün. Und ganz ehrlich, ich freue mich wieder auf eine richtig freie Spielwelt, wo wir uns halt wieder richtig schön austoben können, wo man einfach mit dem Auto wieder Verfolgungsjagden durch die Wälder und durch die Hügel und hast du nicht gesehen machen kann. Das wird einfach so dermaßen witzig wieder. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das wieder wahnsinnig geil werden wird. Ja, wie gesagt, ihr seht ja schon selber, ziemlich viel Grün auf jeden Fall, ziemlich viele Berge, das heißt auch einige Flüsse werden dort verfügbar sein, es gibt auch einen eigenen See und auch einen riesengroßen Berg, wo man dann auch Fallschirmspringen gehen kann. Ich weiß nicht genau, wo dieser große Berg stehen wird, den gab es ja in San Andreas eigentlich auch schon mal. Wenn ihr euch vielleicht an die Stelle von San Andreas erinnern könnt, wo CJ dann quasi von der Polizei ausgesetzt wird, dann landet er doch da in so einem Campinggebirge, wo halt dann eben so ein riesengroßer Berg ist. Den wird es in GTA 5 auch wieder geben und der wird dann auch auf jeden Fall zu erkunden sein. Man kann dann, glaube ich, auch wandern gehen und wie gesagt Fallschirm springen und ich bin da auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal die Karte. Also ich denke mal, da wird sich niemand beschweren können. Da wird man sich auf jeden Fall austoben können. Es wird Stadt dabei sein, viele coole Verfolgungsjagden und ziemlich viel Land. Das, worauf ich mir eigentlich Gedanken mache, ist aber die Performance. Bis jetzt war es in jedem GTA-Spiel immer so, dass immer wenn die Performance eben laden musste, beziehungsweise die Spielwelt laden musste, so quasi im Game, weil in GTA gibt es ja keine Ladezeiten. Ich mache mir halt einfach nur Gedanken, dass das ein bisschen scheitern könnte und dass die Performance in der Konsolenfassung ein bisschen ruckeln könnte. Also das könnte womöglich schon sein, aber wenn man es jetzt mal so den Trailern entnimmt, die sahen ja eigentlich relativ flüssig aus. Auch die Gameplay Szenen, die wir gesehen haben aus den Trailern, sehen definitiv gut aus, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass es so sein wird und ja, ich hoffe es einfach mal nicht, sagen wir es mal so. Aber naja, wir werden uns da auf jeden Fall auf was freuen können. Ja, das war es eigentlich jetzt schon mal von den Missionen her, von den Informationen her.
Ja, missionsmäßig, was wird es da noch alles geben? Wie gesagt, wir werden ja drei Hauptcharakter spielen können. Das heißt, es wird einzelne Missionen geben, die quasi nur für Franklin, für Trevor und für Michael zur Verfügung stehen. Wir werden aber auch Missionen machen müssen, wo wir alle drei spielen müssen, was das alles richtig cool macht. Wie zum Beispiel diese Szene aus diesem Gameplay-Trailer, wo eben Trevor mit einem Helikopter Michael zu einem großen Gebäude fliegen lässt, Michael sich dann runterseilt vom Helikopter aus, dann eben dort ins Fenster einbricht und eine Geisel nimmt und dann auf einem anderen Wolkenkratzer gerade Franklin mit einem Scharfschützengewehr darauf wartet, Michael den Weg frei zu schießen. Also man kann eben die Charakter dann wechseln während der Mission. Ob man das in jeder Mission machen kann oder nur an bestimmten Orten, weiß ich nicht genau. Vielleicht hat das Rockstar Games noch nicht preisgegeben oder keine Ahnung, wir werden es sehen, aber es wird definitiv geil werden. Und ich finde, es wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Wir können einen totalen Geldsack spielen. Wir können ich sag jetzt mal, Afroafrikaner spielen, weil schwarz darf man ja nicht sagen, oder? Nee, schwarz oder bunt? Okay, ich sage jetzt einfach mal bunt. Also, wir können auf jeden Fall einen bunten spielen und diesen dunklen halt, diesen Franklin und halt eben auch einen totalen Psychopathen. Also, soll für jeden etwas dabei sein. Wir können diese Charakter von oben bis unten verändern. Wir können ihn. Also Frisuren werden wir wahrscheinlich nicht komplett verändern können und das ist ein bisschen schade, aber da können wir nichts dran machen, es ist halt einfach so. Aber auf jeden Fall die Klamotten können wir ändern, wir können Tattoos eben auch hinzufügen. Ob man dann auch trainieren gehen kann, so wie in GTA San Andreas, weiß ich nicht genau, da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Was auf jeden Fall der Fall sein wird, was ich mir wahrscheinlich denken werde, denke ich jetzt einfach mal. Wird wahrscheinlich so sein. Es wird wahrscheinlich, also es gibt halt wieder die Statistikanzeige, wo man halt eben wieder seine Skills aufbessern kann. Also halt Fahrskills, Tauchskills, Durchhaltevermögensskills, Kräfteskills. Also diese Skills wird es auf jeden Fall wieder geben. Ob man sich die auch irgendwie durch irgendwie Fitnessstudio-mäßig, Minispiel-mäßig aneignen kann, weiß ich nicht genau, aber das ist gar nicht so schlimm. Also wenn sie das mit diesem Fitnessstudio nicht mehr mit einbauen, das wäre nicht so schlimm, weil wie gesagt, wir werden so viele Nebenanwendungen machen können, wie gesagt, Golf spielen, Tennis spielen, Fahrrad fahren, Fallschirmspringen, Tauchen gehen, Rennen fahren, Bike-Rennen fahren und. Also es wird so groß werden und es wird auf jeden Fall einfach nur der Oberhammer werden. Ja, so viel auf jeden Fall zum Singleplayer, der wird natürlich richtig schön vollgestopft sein mit vielen Missionen. Rockstar Games hat ja schon angedeutet, dass es auf jeden Fall im Verlauf der Monate definitiv auch DLCs geben wird mit bestimmt zusätzlichen Missionen und ich denke mal, das Spiel wird auf jeden Fall sehr, sehr lange dabei bleiben, weil wie gesagt, Rockstar Games hat sich da auch wirklich reingehängt in das Spiel. Deswegen wollen sie ja auch, dass das Spiel pünktlich am 17. September gespielt werden kann. Und zwar wird das Spiel erst am 16. September ausgeliefert an die Händler, respektive Mediamarkt, Saturn, Promarkt, Müllermarkt etc. Und das heißt, wir werden das Spiel wahrscheinlich Punkt am 17. zocken können. Also vorher dürfen wir es wahrscheinlich nicht spielen können, weil Rockstar Games es einfach als Respektsache findet, dass man quasi respektiert, was sie an Arbeit geleistet haben die letzten Jahre für dieses Spiel. Und ich finde, man kann sich auf jeden Fall drauf freuen. Die einzige Frage, die uns jetzt natürlich noch beschwert, wird das Game auch noch für andere Plattformen rauskommen? Für die Wii U wird es wahrscheinlich nicht rauskommen, aber hoffentlich für den PC. Also ich weiß ja nicht, wie es aussehen wird mit der PC-Version. Also wie gesagt, ich werde ja auf jeden Fall Gameplays bringen von dem Game. Ich habe auch schon ein paar Nachrichten bekommen, ob ich Gameplays von der Xbox machen soll. Das werde ich leider nicht machen, weil wie gesagt, ich sehe es nicht ein, mir jetzt so eine Art Kapsul-Konsole zu kaufen, wo man quasi Aufnahmen über die Xbox machen kann. Da ist mir das Geld nicht wert, weil, also wenn das Spiel für PC rauskommt, dann werde ich da definitiv mehr als 5 Gameplays machen. Da bin ich mir sowas von sicher. Aber auf der Xbox, nein. Also wie gesagt, GTA wird von mir erst gegameplayt, sobald es für den PC rauskommt. Also ich denke mal schon, dass es für PC rauskommt. Wie gesagt, ich denke mal, es ist alles eine Verkaufsstrategie von Rockstar Games. Die Typen wollen einfach, dass das Game, dass das Game erst für die alte Konsolengeneration gekauft wird und dann nach ein paar Monate später werden sie dann auch ein Release zu der PC und vielleicht auch zu der PlayStation 4 und Xbox One Version raushauen. Also ich bin mir ziemlich sicher, also für PC wird es wahrscheinlich bestimmt noch kommen, wie es dann aussehen wird bei der Xbox One und PlayStation 4 Version, das wissen wir noch nicht, da müssen wir auf jeden Fall noch drauf warten.
Ich bin mir auf jeden Fall darauf sicher, dass wir da auf jeden Fall noch einiges machen können. Wie gesagt, grafisch muss ich zugeben, die Grafik in GTA 5 ist schon mal sehr gut, also auf jeden Fall, aber es ist halt eben nicht die beste. Ich sag mal so, ich bin kein Mensch, der so auf Grafik achtet. Wie gesagt, ich freue mich eher auf das Spiel, auf das, was im Spiel drin sein wird, auf die Story, auf die Charakter und einfach nur den ganzen Flair. Da ist mir die Grafik so dermaßen scheißegal. Ich würde mir das Spiel auch noch kaufen, wenn es die Grafik von San Andreas hätte. Ohne Scheiß, ist einfach so. Aber naja. Wenn das Spiel aber dann auch noch für PC und Xbox One und für die PS4 rauskommt, dann wird es definitiv nochmal bessere Grafik werden. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ja, wie gesagt, was ich jetzt noch ansprechen wollte, es wird auch dieses Mal einen richtig großen Online-Modus geben. Und zwar, der wird richtig groß werden. Da können wir nicht nur Deathmatches machen, Rennen fahren, diese ganzen Minispiele zusammen und Koop zocken können. Wobei Koop? Ich weiß nicht genau, ob man Koop zocken kann, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich denke mal, irgendwas Ähnliches werden wir auf jeden Fall machen können. Auf jeden Fall werden wir im Online-Modus so viele Spielereien haben. Und zwar können wir da unsere eigene Spielfigur erstellen. Was ich zum Beispiel ganz cool finde, wir können komplett die ganze Gegend Open-World-mäßig im Online-Modus abklappern. Uns dort eigene Häuser kaufen und eigene Fahrzeuge. Und ich stelle mir das vor, das ist dann wie so eine riesengroße Community, wie World of Warcraft, wo sich halt dann immer die Freunde alle zusammen treffen, um dann Rennen zu machen oder ein Deathmatch. Das kann man dann quasi alles irgendwie in einem machen. Also man kann das bestimmt auch irgendwie manuell wählen, dass man da quasi in den Online-Modus reingeht und dann irgendwie sagt, ja okay, ich will jetzt ein Deathmatch machen oder ein Autorennen, dass man dann da sofort hinspringt. Aber ich bin mir auch sicher, es wird auch so Spaß machen, wenn man halt eben alles open-world-mäßig abklappern muss und alles zu Fuß. Wenn man dann eben mit seinen Kumpels noch das Headset aufhat und das wird einfach nur der Oberhammer werden. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Online-Modus ausprobieren werde bei der Xbox. Wie gesagt, ich müsste mir dann erstmal so eine Goldmitgliedschaft kaufen. Ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht genau. Oder ob ich das natürlich erst machen werde, wenn die PC-Version rauskommt. Aber naja, wie gesagt, schauen wir mal. Aber es wird auf jeden Fall richtig groß werden, das Online-Modus, der Online-Modus in GTA 5. Die eigenen Charakter gestalten, viele Minigames spielen, Deathmatches, Autorennen, Golf spielen, Tennis spielen, bla 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 bla. Alles eben, was man auch im Singleplayer machen kann. Ja, gut. Alles klar, Leute. Das war's dann eigentlich schon mal mit meinem kleinen Infovideo zu Grand Theft Auto 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wer vielleicht jetzt noch nicht weiß, ob er sich das Spiel holen soll, und ich denke mal, ihr solltet nicht mehr lange überlegen, und ich denke mal, es ist jetzt schon klar, dass das wirklich das Spiel des Jahres werden wird, denn das, was wir jetzt schon gesehen haben, das ist einfach nur der Oberhammer. Und ich weiß auch jetzt schon, dass wenn ich das Spiel, ich arbeite ja mit Elektrofachhandel, das heißt, ich werde das Spiel erst am Abend spielen können, wenn ich Feierabend habe, aber scheißegal, ich werde durchsuchten die ganze Nacht und es ist mir scheißegal, ob ich am nächsten Tag aufstehen muss oder so. Es wird einfach nur der Oberhammer werden, es wird für jeden Gamer einfach ein Schmankerl werden und es wird unglaublich geil werden. Ich freue mich so unglaublich dermaßen drauf, es wird einfach nur gut werden. Und ich, wie gesagt, ich freue mich einfach drauf und ich hoffe mal, dass Rockstar Games da wirklich sich Mühe gegeben hat bei dem Game, dass es wirklich richtig schön flüssig läuft, dass es auch nach Monaten noch Spaß machen wird und dass sie bitte das Game noch für die Next-Gen-Konsolen und natürlich für den PC noch raushauen. Dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. So Leute, falls ich irgendwelche Informationen vergessen habe, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen über ein Abo, wenn ihr noch mehr erfahren wollt über das, was ich so mache. Ich mache Gameplays für die, die mich vielleicht jetzt das erste Mal angeklickt haben mit diesem Video. Abonniert mich, es ist euch nur zum Vorteil. Dadurch erfahrt ihr, was für neue Games rauskommen. Ich gameplaye ziemlich viele neue Games. Ich spiele auch ältere Games, ich nehme auch gerne Wünsche an, wenn ich irgendwas gameplayen soll. Schreibt mir es einfach mal in die Kommentare und rotzt einfach los. Schreibt Kritik und Alter, meldet mich zu, macht was ihr wollt. So, das war's erstmal von mir, euer Zockfrosch. Freut euch auf den 17. September, denn das wird definitiv der Jahrestag für jeden Gamer werden. Für diejenigen, die noch keine Konsole haben, schafft euch sofort eine Xbox oder eine PlayStation an und danach wird am 17. einfach nur gezockt. So, und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Whatever. Peace. Servus. Ciao. Tschüss.